So, dann wollen wir mal nach Bremen reisen. Hafen war hier rum. Liastal, nein, da wollen wir nicht hin. Ankommen Schiffe erfragen. In den nächsten Tagen kommen Schiffe nach Skjal und nach Bremen. Ja, okay. Nochmal schlafen. Oh, das war gerade im Schlafsaal. Da wollte ich nicht unbedingt schlafen. Danke. So, wie schaut es jetzt aus? Ah, Bremen. Sehr schön. 31 Stunden. Na gut. So, und dann wollen wir mein Schiff von da nach da bekommen, richtig? Hier sind wir ja einmal im Kreis gelaufen und da waren die Kultisten des Namenlosen. Also müsste da Runenshafen gewesen sein. Wenn nicht von hier, wüsste ich nicht von wo. Aaron? Was ist denn Aaron? Gucken wir gleich mal. In den nächsten Tagen kommen Schiffe nach Skjal und nach Aaron. Also entweder ist das die Insel. Oder wir müssen hier ein paar Tage schlafen. Das ist Runenshafen, okay. Das ist die Insel Runen. Und das ist der Leuchtturm. Was ist denn Aaron? Ah, Aaron ist das nächstgelegene Dorf. Okay. Zurück. Und in die nächste Herberge, wo wir 3 Tage schlafen werden. Ah, ein Bettler. Nehmt diesen Dukaten. Der alte Stollen am Fluss ist verflucht. Schon so mancher, der versucht hat, dort irgendwelche Schätze zu bergen, ist nie zurückgekehrt. Der alte Stollen am Fluss. Nimm, 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 nimm. Ich glaube, damit ist der Dungeon gemeint, der nördlich von Bremen liegt. Wo wir einmal an Gebirge lang gekraxelt sind, obwohl wir eigentlich hätten in die Fähre nehmen können. Aber ja, wir sind zurückgekehrt. Das heißt, das brauchen wir auch nicht wirklich. Einzelzimmer, 3 Tage. Schlafen. So, Hafen, Hafen. Runens Hafen. 7 Stunden. Das nehmen wir doch mal. Und dann werden wir uns da erstmal in einer Taverne umhören, würde ich sagen. Was denn jetzt genau an diesen Gerüchten dran ist? Oh, nicht besonders groß hier. Und wir könnten zum Leuchtturm gehen. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen wieder ins Stadtzentrum. Hust, hust. Und bisher hat Tirik noch keine Kneipe erspähen können. Das ist doch sehr irritierend. Ah, doch hier, direkt am Hafen, wie sich das gehört. Golf von Bremen. Hallo. Es sind nur wenige Gäste anwesend. Das ist okay. Hat der Wirt wenigstens Zeit für uns? Ihr kennt euch doch hier aus. Irgendwas, nichts Spezielles. Der beste Kräuterhändler der ganzen Gegend ist der Einbeinige in Bremen. Damit können wir nur wenig anfangen. Wir wollten eigentlich gerne was über den Drachen wissen. Der starke Deon in Bremen versteht was vom Schmieden. Na gut, werden wir noch eingeladen, vielleicht hat der ja irgendwas für uns. Von Torstorsson. Was ihr auch immer suchen mögt, bei Storko von Golbritz in Bremen werdet ihr es finden. Die sind wirklich ganz schöne Fans von Bremen, Aber gut, wir warten noch ein wenig an der Theke in der Hoffnung, dass uns noch jemand anspricht. Ihr kennt euch doch aus. In einem der Häuser beim Leuchtturm auf Runen wohnt ein begnadeter Heiler. Feenwulf Weitfahrer heißt er. Okay. Vielleicht kennt der sich ja hier mit der Gegend ein wenig besser aus oder will darüber besser reden. Den sagen wir doch mal doch sehr. Wir werden gleich nochmal eingeladen. Zum Leuchtturm gibt es eine Menge Wege. Ihr könnt entweder ost- oder westwärts am Strand entlang oder aber quer über die Insel laufen. Richtige Straßen sind das natürlich nicht. Ja, na gut. Ich denke mal, wir laufen quer über die Insel. Talana und Tirik sind angeduselt. Aber ja, quer über die Insel klingt gut.
gut. Allerdings wird es langsam. Wie spät haben wir es? 17 Uhr. Ach, das schaffen wir noch. So groß ist die Insel nicht. Ist das da unten ein Tempel? Guck mal, was für ein Tempel das ist. Ein Zwafnir-Tempel. Ja, okay, das passt. So, das dürfte jetzt der Weg sein, direkt über die Insel. Ha, so viel dazu. Das schaffen wir noch in der Zeit. Na gut, stellen wir Wache auf. Und wir sollten Mürm nach vorne schicken, wollte ich sagen. Oh, wir haben inzwischen Frühling. Sehr schön. Dann stapeln wir doch mal unsere Wintermäntel. Und lassen sie für den nächsten Wanderer irgendwo versteckt. Was Besseres fiel mir jetzt gerade nicht ein. Wir wollen ja einfach nur loswerden. Und ich habe nicht wirklich Lust zu warten, bis wir das nächste Mal bei einem Waffenhändler sind. Und ich habe gerade Gerogons Wasserschlauch weggeworfen. Tut mir leid, Gerogon. Wirst dich mit Tiriks Wasserschlauch begnügen müssen. Ich denke nicht, dass die Damen mit dir teilen wollen. So, Gegenstand wegwerfen. Jupp. Schon gleich viel besser. Die wurden doch langsam ein bisschen warm. Kräuter suchen. 4 Stunden. Keine Kräuter. Schade, auf so einer abgelegenen Insel hätten wir vielleicht irgendwas Interessantes finden können. Oh, das ist ja ein richtiges Dörfchen. Oder Dorf. Wow. Und das wird dann wohl der Leuchtturm sein. Gibt es hier im Dorf auch eine Herberge oder Kneipe? Es gibt einen Heiler. Oh, von dem Heiler wurde doch gesprochen, oder? Feenwulf Weitfahrer. Aber hier können wir uns nur verarzten lassen. Er scheint nicht sehr gesprächig zu sein. Schade. Dann klopfen wir doch einfach mal ein bisschen an den Türen an. Nicht sehr freundlich soweit. Die denken alle, wir werden Bettler. Sehen wir echt so aus? Ich meine, wir haben 600 Dukaten. Aber ja, unsere Klamotten werden wahrscheinlich nicht so super aussehen. Nö. Sagen alle dasselbe. Dann wird wohl in dem Turm irgendwas sein. Oder auch nicht. Oh, da ist ein Eingang eingezeichnet. In der Richtung geht es nicht weiter. Talana, bringen wir uns mal wieder in eine komische Situation. Transversales, da rein. Hallo? Das war jetzt komisch. Also der wollte wohl nicht mit uns sprechen. Ich mach das einfach nochmal. Vielleicht habe ich irgendwas Falsches gedrückt, wie das jetzt gerade. Transversales. Wow, das ist kein gutes Zeichen. Da bitte hin. Er guckt uns komisch an. Nee, so also wohl nicht. Das ist schade. Zumal es auch dunkel wird. Keine Herberge, keine Taverne. Was ist mit dem Haus hier vorne vielleicht? Geöffnet von 8 bis 19 Uhr. Oh. Das wäre dann wohl ein Händler. Und wir haben einen Hafen am Leuchtturm. Ja, es macht ansatzweise Sinn. Und hat auch geschlossen. Ah, super. Ja, dann halt wieder zurück. Und wir laufen jetzt aber mal ein wenig am Strand lang. Vielleicht finden wir da irgendwelche Spuren. Aber wenn das so weitergeht, dann können wir auch gleich hier wieder abziehen. Dann war es wohl echt nur ein Gerücht gewesen. So, wir würden gerne zum Leuchtturm, aber am Strand rum. Oliver Gudrunsson. Auf dem Weg kommt euch ein Mann entgegen. Er ist ziemlich groß und hat dunkelblonde Haare. Schon von Weitem hört ihr irgendetwas singen. Als euch erblickt, verstummt sein Gesang. Er winkt und scheint von weit und schon von Weitem ruft er euch freundlich zu. Gegrüßt, Reisende, wer immer ihr seid. Wir winken zurück. Oliver, mein Name. Und der eure? Er breitet die Arme aus und lächelt euch freundlich an.
Ich finde es ein wenig verstörend, so übermäßig freundlich zu sein, vor allem Fremden gegenüber. Und vor allem auf einer Insel, da sind die meisten Leute zu den Zeiten hier doch ein wenig skeptischer gewesen. Wir schauen etwas verdutzt. Nee, komm, wir stellen uns einfach vor. Er klatscht dreimal kurz, aber kräftig in die Hände. Erfreut, erfreut. Lasst uns doch dieses schöne Fleckchen nutzen, um eine gemeinsame Rast einzulegen. Oh, gerne, wir sind auch vom Wandern müde. Ihr setzt euch gemeinsam am Wegesrand nieder. Ich ziehe durch die Lande, um das Volk mit Gesang und Lautenspiel zu unterhalten. Und was treibt euch hinaus in die Welt? Oh, ein Bade. Das ist doch mal praktisch. Der kennt sich bestimmt mit den ganzen Legenden hier in der Gegend aus. Wir verfolgen Hügeliks Spuren. Interesse an Historie? Da könnte ich meine Hügelig-Saga darbieten. Wollt ihr hören? Er greift zur Laute und schaut euch fragend an. Na gut, vielleicht hat er irgendwelche neuen Informationen, die wir gebrauchen können. Dann lasst mal hören. Oliver holt weit aus. Das Lied beginnt mit Hügeligs Geburt und nach einer halben Stunde ist der frühe Hetman gerade mal 12 Jahre alt. Na gut, solange die älteren Jahre dann auch so ausführlich beschrieben werden, ist es ja in Ordnung. Wir lassen ihn mal weiterspielen. Eine weitere halbe Stunde später stellt Hügelig gerade die Schiffsbesatzung für seine legendäre Fahrt in den Süden zusammen. Da ist von einem Trutzke die Rede, von einer Brüder Liggersdotter. Oh, warte mal, wo ist mein Zettel? Trutzke. Ist das ein Vor- oder ein Nachname? Weder noch habe ich auf meiner Liste. Trutzke. Da habe ich bei manchen noch gar nicht den Vornamen aufgeschrieben, also bei den meisten schon, aber ich habe jetzt Apfel 1, also Kolborn, da ist kein Name bei, aber der wird nicht Teil der Besatzung gewesen sein. Dafür ist er doch ein wenig zu jung. Na, vielleicht irgendein Vorfahrer von ihm. Ja. Na gut, also Trutzke ist neu und Brüder Liggardsdotter. Das war, glaube ich, die Freundin oder Frau, Gefährtin, wie auch immer, von Hügelig. Ja, deren Nachfahren haben wir auch schon getroffen. Na gut, lasst mal weiterspielen. Eine ganze Stunde später ist Oliver endlich in Charypso angelangt. Nun beschreibt er ausführlich für Hügeligs Leute die Stadt erobern und plündern. Okay. Eine weitere Stunde später zieht Hügelig endlich gen Norden ins Orkland und das Lied endet mit einer sinnigen Zeile. Keiner weiß, was dann geschah. Na gut, er hat sich viel Mühe gegeben, applaudieren wir mal. Jasmar Tinmasdotter aus Klanek könnte vielleicht etwas wissen, was euch weiterhilft. Jasmar Tinmasdotter haben wir, glaube ich. Ja. Die stand bei mir aber in Tonnes. Nee, in Tos. So oder so waren wir da schon. Und in Klanek hatten wir, glaube ich, aber auch jemanden. Schoss, nee. Nee, in Klanek habe ich die nicht. Ich schreibe mal. Ich schreibe mal ganz kurz Klanek dahinter. Klanek? Fragezeichen? So. Hat der noch was? Ich habe auf den Hetman ein kleines Lied komponiert. Wartet. Über den Hetman müssen wir echt nichts mehr hören. Also, meint er jetzt Hügelig oder den aktuellen Hetman? Na komm, lass hören. Das angestimmte Lied dauert eine ganze Stunde, bis Trond endlich volljährig ist. Hört, guter Mann. Er setzt die Laute ab und schaut euch grimmig an. Keinen Sinn für die hohen Künste, was? Ich mag es nicht, wenn man euch unterbricht. Dann nimmt er die Laute wieder auf und fährt fort. Oh, weia. Nachdem sämtliche Verwandten des Hetmans in kleinen Nebenhandlungen vorgestellt worden sind, wendet sich Oliver einer Stündchen später wieder Trondes Geschichte zu. Eine halbe Stunde später ist Tronde endlich Hetman und das Lied verspricht mit der Zeile Ja, vorwärts und nicht vergessen, dem Hetman stehen wir bei, eine bessere Zukunft. Wir applaudieren einfach mal, sonst bringt er uns noch um. Der Kleine scheint ein wenig zerstört zu sein. Ja, verstört zu sein. Halt, halt, keine Vorschusslorbeeren. Ihr kennt ihn noch nicht das Finale. Der Bade schlägt die Laute erneut an. Ihr müsst wohl noch ein halbes Stündchen aushalten, indem Oliver über die zukünftigen Taten des Hetmans spekuliert.
Dieser Teil ist offensichtlich frei improvisiert. Mein Gott, frag mal bei Ragnars Fyrunjasdotter in Witsand nach. Ragnar Fyrunjasdotter haben wir auch schon. Na gut, ich habe euch sowieso schon zu lange aufgehalten. Nun zieht weiter und sorgt dafür, dass ich demnächst auch über euch ein Liedchen zu singen weiß. Er packt seine Sachen zusammen, verabschiedet sich freundlich und zieht weiter. So war das eigentlich nicht geplant. Eigentlich wollten wir ihn über einen Drachen ausfragen und nicht seine... Na gut. Die Gruppe ist sehr erschöpft und muss schlafen. Oh, und wir haben großen Hunger und sind am Verdursten. Und auf so einer kleinen Insel einen Frischwasserfluss zu finden, dürfte auch lustig werden. Aber Mürrim schafft das schon. Mürrim findet Wasser. Und kann was Essbares erlegen. Der Haken ist nur, dass Gerugon keinen Wasserschlauch hat. Aber der wird wohl in der Gruppe geteilt. Sehr schön. Yallin sucht jetzt mal ein bisschen länger nach Kräutern. So 9 Stunden und findet nichts Außergewöhnliches. Gut, Wachen aufgestellt und schlafen. Hoffentlich finden wir am nächsten Tag irgendwas Interessanteres als diesen Baden. Am Wegesrand erkennt ihr eine windgeschützte Stelle. Scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Na gut, rasten wir mal hier. Suchen ganz lange nach Kräutern. Und hoffen einfach mal, dass wir... einen Kairan haben. Und hoffen mal, dass wir hier irgendwas in der Nacht finden, was uns weiterhelfen könnte. So wie bei der Herberge zum Beispiel. Da mussten wir auch erst übernachten. Aber anscheinend nicht. Und gleich sind wir wieder bei dem komischen Leuchtturm. Aber hoffentlich zu einer ordentlichen Zeit, dass wir da mal in dem Geschäft vorbeigucken können. Jo, 3 Gulmonblätter, 2 Schurkenknollen und 4 Tarnelen. Das hat sich doch gelohnt. So, Leuchtturmrunen. Laskeson. Hallo. Leider kein neuer Text, sondern nur der Standardtext vom Krämer. Dann sind wir einfach mal freundlich. Und ja, hat nichts Besonderes. Oh, doch einen neuen Wasserschlauch. Da verhätschen wir auch nicht. So. Verabschieden uns. Und da ist der Wasserschlauch. So. Und gucken jetzt mal tagsüber wieder zum Leuchtturm. Vielleicht ist jetzt ja da irgendwas. Nö. Oh, haben wir den Adlerwolf und Hammerhai inzwischen hoch genug? Mürrim? Verwandlung? Ja, es geht. Dann würde ich mich jetzt gerne in irgendein Wassertier verwandeln und dann von hinten in den Leuchtturm rein. Wenn das denn geht. Versuchen wir einfach noch ein, zwei Mal. Misslungen. Misslungen. Also anscheinend geht es nicht, weil bei minus 2 hätte es eigentlich inzwischen schon einmal funktionieren müssen. Ich meine, Talana hat ja auch minus 2 oder minus 4 im Transversales und trotzdem klappt es immer wieder. Komm, letzter Versuch. Nö. Schade, schade. Okay, dann gehen wir hier wieder raus und gehen jetzt hoffentlich links rum am Strand lang. Nee, sie gehen geraden Weg. Oh, ein kaum erkennbarer Pfad windet sich hier zwischen den Felsen hindurch. Die ideale Stelle für einen Hinterhalt geht durch den Kopf. Nach einiger Zeit könnt ihr eine Öffnung in der Felswand erkennen. Offensichtlich nicht natürlichen Ursprungs. Innen führt eine Treppe ins Dunkle. Oh, sehr schön. Wir wollen die Treppe hinuntersteigen. Und wir sind in einer Höhle. Ah, sehr schön. Das klingt doch genau richtig. Da speichern wir noch erstmal ab. Speichern. 79. Und wir sehen uns gleich wieder.